gefährliche Zeckenviren in Milch und Käse. Es gibt neue Zeckenarten, manche kommen sogar aus Nordafrika oder dem Mittelmeerraum. Deutschland-Ratgeber, es ist wieder soweit. Wenn draußen die Temperaturen über 10 Grad klettern, kommen die Zecken ans Tageslicht. Diese krankheitenübertragenden Biester wandern aufgrund der Erderwärmung immer mehr in Richtung Europas Norden. Im ZDF-Morgenmagazin gab es eine interessante Teilgrundrunde zum Thema Zecken. Am häufigsten wird durch Zecken die von Bakterien verursachte Borreliose übertragen. Diese kann Nervensysteme und Gelenke schädigen. Wenn innerhalb von 4 Wochen nach einem Zeckenbefall grippeähnliche Symptome wie Fieber, Lymphknotenschwellungen oder die sogenannte Wanderröte auftritt, sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden. Rechtzeitig diagnostiziert, kann Borreliose gut mit Antibiotika behandelt werden. Seltener als die durch Bakterien bedingte Borreliose ist die FSME, Frühsommer-Meningoencephalitis. Diese wirklich gefährliche Erkrankung kann durch eine infizierte Zecke zu jeder Jahreszeit übertragen werden. Aber auch durch Rohmilch. Die Zecken tragen die FSME-Viren in ihren Speicheldrüsen, so dass es beim Stich sofort zu einer Infektion kommen kann. Anders bei den Borrelien, bis sie von der Zecke in den Wirt wandern, kann es einige Stunden dauern. Daher hilft schnelles Entfernen der Zecke, vor Borreliose zu schützen, nicht aber vor FSME-Borreliose und SME, wo gibt's viele infizierte Zecken? Zecken, die Borrelien übertragen, kommen leider in ganz Deutschland vor. Je nach Region trägt bis zu einem Drittel der Zecken die Erreger in sich. Es hat sich regional allerdings einiges verändert. Die Blutsauger, die das FSME-Virus übertragen, kamen bisher hauptsächlich im Süden Deutschlands vor. Allerdings sehen nun manche Forscher auch Hinweise auf eine weitere Ausbreitung bis in den Norden. Die meisten Fälle, und zwar 85% im Jahr 2017, traten demnach in Süddeutschland auf. Aber Einzelfälle habe es in letzter Zeit in anderen Regionen gegeben, dort war die Krankheit zuvor unbekannt. Jüngst trat auch erstmals in Ostwestfalen die durch Zecken übertragene sogenannte Hundemalaria auf, obwohl das Tier diese Region nie verlassen hatte, Tag 24 berichtete. Ist das Wetter und damit die Erderwärmung schuld? Denn auf eine Kältewelle im Sommer folgten 2 Wochen später wärmere Temperaturen und wiederum 2 Wochen später wurde ein großer Krankheitsausbruch registriert. Menschen zieht es nach Kälte ins Freie, und das genau in der jahreszeitlichen Hochphase des gemeinen Holzbocks, eine der FSME übertragenden Zeckenarten. FSME kann auch über Rohmilch von infizierten Weidetieren übertragen werden. Früher waren Weidetiere häufig die Überträger, mit pasteurisierter Milch passiert glücklicherweise nichts. Seit 2 Jahren aber lebt der Weideverbreitungsweg wieder auf. 8 derartige Fälle sind amtlich. Rohmilchprodukte, hauptsächlich von Ziegenmilch, sind also doch ein potenzieller Übertragungsweg von FSME-Viren. Wer jedoch sicher gehen will, muss also Rohmilchprodukte aus Ziegenmilch in Risikogebieten meiden. Kann ich mich schützen? Der effektivste Schutz vor FSME ist eine Impfung. Hierbei werden inaktivierte Viren in den Muskel gespritzt. Der Körper muss mit 3 Impfungen für einen längeren Zeitraum geschützt werden. Die 2. Impfung folgt nach 3 Monaten, und dann ist man für 1 Jahr geschützt. Spätestens dann sollte eine 3. Impfung erfolgen. Danach muss die FSME-Impfung regelmäßig aufgefrischt werden. Eine Impfung gegen FSME schützt dich zum Glück auch vor einer Übertragung durch Rohmilch. Der Impfstoff gilt als gut verträglich und wird auch bei Kindern ab dem 3. Lebensjahr angeraten. Mögliche Nebenwirkungen sind Fieber und lokale Schmerzen an der Einstichstelle.